Holdrio, da sind wir wieder. Servus. Wir haben hier ein bisschen erweitert. Wir haben die Smeltery mal größer gemacht. Und was haben wir noch gemacht? Dann haben wir Eisen. unser Eisen durchgebraten. Genau. Wir haben fast nichts rausbekommen, was wir Ja, hatten. kaum. Hatten aber dann trotzdem ja, mehr durchgehauen, als wir wollten. Also haben wir nochmal irgendwas holen müssen. Ja. Und jetzt bauen wir uns mal ein paar vernünftige Werkzeuge. So, genau. Und zwar, wir brauchen zwei Köpfe. Eins. Zwei. Das können wir aufräumen. Du kommst dahin. Dann brauchen wir zwei Binding Cases. Oh. Hat jemand Bekanntschaft mit einem Enderman gemacht? So. Schreibst du was Böses zurück oder soll ich? So. Weiß, das P hätte ich groß schreiben müssen. Du weißt ja, wer nicht artig war, Komma, bekommt die Ute. So, okay. Ah, super. Ich habe jetzt wieder, wir haben ja Gott sei Dank. Oder zweimal. So, okay. Dann, bevor dich jetzt, mich total auslass. Zwei Iron, zwei Rods, zwei Bindings und ich habe eine Reinforced Iron Pickaxe, glaube ich. Die schaut auf jeden Fall lustig aus. Irgendwie so total hell. So, und ich mache mir auch noch was, weil ich möchte mit den lustigen Leuten im Keller nicht rumspielen. Ich habe mir da ein paar Sachen noch aus Stein vorbereitet und ich habe jetzt dann einen Cleaver. Also auf Deutsch, der zieht 10 Punkte ab. Also zweimal auf den hauen. Ah, okay. So. Naja, der hat Spaß. So, ab Genau. in die Höhle. Und wir gehen jetzt in die Höhle. Ich hoffe, du hast noch genügend zum Essen dabei. Noch ein bisschen was. Wenn Glück ist, weiß ich nicht. Warte mal. Dann nochmal am Apfelbaum vorbei. Du kannst auch noch an den Fireblock da vorbeigehen. Na, Äpfel bringen aber mehr. So, jetzt habe ich noch 4 Äpfel, das langt. Okay. So, jetzt gehen wir dann bestimmt in die Höhle rein und dann geht ihr noch 8 Blöcke runter und dann war Feierabend. So, dann testen wir gleich mal das Schwert aus mit dem Kollegen hier. Erster Schlag 11, zweiter Schlag 9. Tschüss. Und das ist das Steinschwert. Ich möchte Guck mal teilweise das. nicht wissen, was die anderen können. Hier sind noch ein paar Äpfel. Er war nett. Er hat uns ein wenig Rotten Flesh gegeben. Das sind noch Bären. Klack. Oh, hier ist noch ein zweiter Eingang, ein Loch. Oh, Höhle, da war Höhle. So, das heißt jetzt, wir werden jetzt fröhlich klopfen. Zwar nicht zu lange, weil so lange halten die Dinger auch nicht durch. Wenn es doch länger gehen sollte, nicht wundern, ich werde dann cutten. Jo, mache ich auch, wie fast Weil. von der Mondzeit. So, das werden wir noch nicht abbauen können, ne? Das wäre ja zu schön, wenn ich mit Eisen das beste Material abbauen könnte. Ja. Wo Diamant in den Schatten stellt und sagt, das können wir auch nicht abbauen. Das ist Ore Glas. Das ist das, was mich Ember wollen wir interessiert. jetzt noch nicht. Was ist das hier? Cinnabar, brauchen wir das? Das ist Kupfer und Eisen. Das brauchen wir. Obarium-Ohr kann ich auch noch nicht abbauen. Frechheit. So, ich baue mir mal eine virtuelle Leiter. Ne, keine virtuelle, das ist sogar eine richtige. Was? So. Eine Leiter? Ja, ich bin auf dem Stein geköpft. So, jetzt können wir auch diesen Kupfer hier abbauen. Genau, das war nämlich das Wichtige, dass wir mal endlich Kupfer haben. Und ja, den gibt es wie Sand am Meer. Das muss man schon mal dazu sagen. Und ich habe da nichts geändert. Also nicht, dass ihr sagt, ihr cheatet ja, ihr stellt das ja viel zu stark ein. Nee.
Ich habe ein wenig am Gold rumgeschraubt und am Diamanten, aber das habe ich eigentlich so rumgeschraubt, dass ich gesagt habe, es gibt teilweise sogar weniger Diamanten. In einem Chunk. Und vor allem ist es nicht die 100% eingestellt. Also, man muss immer noch in den Nether gehen, um das Zeug zu finden. Da freut sich Protoss bestimmt wieder. Ja. Weil der Nether ja richtig harmlos ist. Genau. Wir haben es auch so gesagt, wenn wir in den Nether gehen, geht alleine. Spätestens wenn er dann das Schimpfen wieder anfängt, komme ich dann dazu. Aber auch nur dann. Genau. So. Dann haben wir hier noch Feines. Da haben wir das. Cinnabar habe ich ja schon einmal abgebaut. Den auch nochmal mitnehmen. Dann haben wir hier Eisen ohne Ende. Petroleum, das lasse ich mal noch da. Und da kann ich meine Steinspitzhacke erstmal für verbrauchen. So. Wofür kann man Cinnabar noch gleich gebrauchen? Ist Quecksilber. Also alles, was Quecksilber braucht. Glaub auch teilweise einige Gregtex-Sachen. Spielst du schon wieder mit Skeletten rum? Nee. Fledermäuse? Eine scheiß Fledermaus, die... Wenn ich gerade auf den Block hauen wollte, ist sie da vor mir hergetanzt. Dann hatte ich noch die falsche Spitzhacke. Das können sie sehr gut. So. Kohle. Kupfer. Ja, vor allem wir sind hier, weil wir Redstone brauchen, weil wir haben gerade gemeint, wir stehen im Wald. Als wir gesehen haben, dass da gestanden ist, 141 Bahnen jetzt zum Abgießen oder sowas. Auf jeden Fall in der Richtung. Und wir wollen das natürlich dann so schnell wie möglich automatisieren. Ja, man kann das Zeug automatisieren. Das ja. Eisen haben wir schon. Das Holz haben wir auch schon. Nur kein Redstone. Man kann es sogar mit Vanilla automatisieren. Nee, mit Vanilla doch, ginge auch. Ja, halb, ja. So halb. Du kannst es halb automatisieren. Die Glock wäre was aufwendiger, ja. Genau. Da musst du dann, ja. So, dann haben wir hier noch ein Kohle. Ein wenig ist gut. Ich glaube, ich habe hier zwei Adern direkt aneinander. Und ja gar kein Ende. Wieso nehme ich vor allem die Eisenacke für Kohle? Bin ich doof. Katze nervt schon wieder. Die hat heute ihren Nervtag, glaube ich. Wow. Weit wollte ich dann jetzt doch nicht. Wenn wir schon dabei sind und Cinnabar eh angefangen haben, dann nehmen wir das mit. So, was haben wir hier oben? Zinn. So. Unsere Stahlproduktion kann auch langsam anfangen. Zink. Ach, nehme ich auch mal mit. So, noch mehr Kohle brauche ich erstmal nicht. Vor allem. Wir haben ja die Rezepte so eingestellt, dass man das Stahl braucht. Es wird auch noch, wenn sie sich noch freuen, das wissen sie noch gar nicht, Thermal Expansion beim Update wird auch aus Stahl die Gehäuse sein. Denn Gregtech besteht aus Stahl, da kann man nicht sagen, okay, Thermal Expansion nicht. Super, ich hüpfe zum dritten Mal in dasselbe Loch. Bin ich jetzt doof? So, das ist Kohle. Du müsstest jetzt langsam auch kennen. Ja, ich habe ein bisschen Kohle übrig gelassen. Ich habe schon wieder fast einen Stack. Also ich haue jetzt nicht jede Kohle ab. Nee, ich haue ja keine Kohle ab. Ich haue das andere Zeug ab. Dieses Subbitumous Coal Deposite. Eisen kann man nie genug haben. Nein, vor allem mit Gregtech und den anderen Mods da. Und Bronze auch nicht. Kupfer. Sehr schön. Das Lustige ist, wir haben auf jeden Fall mal... Leder haben wir ja noch keins gefunden. Beziehungsweise eine Kuh schon, aber ja. Der möchte mir jetzt nicht nach dem Leben trachten. So,
Bitumen nehme ich schon mal mit. Die ersten Straßen wollen bestimmt bald gebaut werden. Ja, das ist zum ersten Mal, dass sich Jürgen freut, Bitumen zu finden. Sonst sagt er mal, was willst du mit dem Scheiß? Aber mittlerweile genau. Braucht man es. Und ich merke gerade, es geht bombig nach unten. Nämlich gar nicht, sondern es geht die ganze Zeit nach oben. Ja, ich bin auch immer nur auf einer Ebene im Moment. Ich sehe dich schon gar nicht mehr auf der Map. Ich weiß also nicht, wo du gerade bist. Ich bin Richtung Ölfeld, Lavafeld gelaufen. Aha, okay. Und ich habe jetzt ein Eisenerzvorkommen angefangen. Danach bin ich bei Kupfererz angekommen. Danach bin ich jetzt wieder bei Eisenerz. Wenn ich jetzt danach wieder Kupfer kriege, gehe ich am Stock. Nitril kann man nicht abbauen. So Mist. Wäre ja zu schön gewesen. Wir brauchen die anderen zwei schönen Materialien. Ich habe die auf jeden Fall schon gesehen. Nicht rumspacken. Hallo. Da. Jetzt schon fast ein Stack Eisen. Manganese, das nehme ich natürlich gerne mit. Du hast schon fast ein Stack Eisen, ich auch. Super, und ich sehe gerade ein Bienenhäuschen. Oh, lass ich mal. Ernährung, Kohle. So, und ihr seht gerade mein Kohle Problem. Der Scoop funktioniert nicht mit dem Bienenhaus. Das ist doof. Oha. Das heißt, ich werde. Nein. Definitiv das Richtige. Ich werde aus dem Adventure-Mode rausgehen für diese Aufnahme. Achso, okay. Ach, deswegen. Ah, okay. So, und jetzt kann ich das Zeug abbauen. Ich werde mich trotzdem dran halten, dass ich nichts mit der Hand abbaue. Sagte er und baute mit der Hand ab. So, ich bin hier quasi einmal rum. Ja, wenn du zu mir kommst, geht's langsam nach unten. Ja. So, die Charts lasse ich auch erst nochmal drin. Brauchen wir noch nicht. Hoffen wir, dass wir sie nicht brauchen. Ja, okay, das ist Soundcraft. Ich glaube, das stand bei Protus in den Kommentaren, weil uns schon gefragt wurde, Soundcraft, welche Version spielen wir? Wir müssen Soundcraft 4 spielen, weil Soundcraft 3 gibt es nur bis 1.6.2, glaube ich. Oder sogar nur bis 1.5.4. Also ist definitiv die 4er Version davon. Oh. Bist du auch den Weg runtergelaufen, Lava-Ecke, oder bist du Nein, da abgebogen? Ich bin dann abgebogen, okay. Hör dich. Ich seh dich. Da ist er. Okay. Na, du weißt ja, ne? Ich bin mal wieder voll. Wolltest du weiter hoch? Wir müssen. Na, du weißt ja, man muss immer weiter höher hochgehen, um weiter runter zu kommen. Achso. Die andere Frage ist, Manganes kannst du bestimmt nehmen. Hast du auch Promethium? Was für ein Zeug habe ich? Promethium. Das komische grüne Zeug. Habe ich noch nicht. Zink? Zink, ja, 3. Gut, kriegst nochmal 4. Hast du Zertusquarz und, und Dust? Ja, habe ich. Sehr schön. Und hast du auch Uranium? Nein. Gut. Dann hätte ich noch immer weiter. Uranium habe ich noch hängen lassen. So, wir sind ja auch sehr schlau. Ich schätze mal, du hast keinen Eimer mitgenommen. Nein. Also das heißt, Lavafallen verboten. Ja. Aber das heißt es ja grundsätzlich. So, ich renne mal in die Richtung. Super, und ich habe das nächste Bienenhaus gefunden. Sehr schön. Hier mal gucken, was es hier unten gibt. Also bei mir wird es gerade hell. Liedohr. Oh, hier ist eine Fackel von uns. Oder von jemand anderem. Wahrscheinlich eher von uns.
glaube, die anderen waren hier noch nicht. Wah! Okay. Na, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ja, hallo. Guten Tag. Ich bin nämlich auch gerade da durch die Decke gefallen. Das kann ich noch nicht abbauen. Das kann ich noch nicht abbauen. Nee, ich auch nicht. Aber das da kann ich abbauen. Das ist mal wieder Zink. Super, ich hab's gerade zugeworfen. Da finde ich es natürlich wieder als erstes. So, mal gucken, ob ich jetzt das Astralsilber abbauen kann. Okay. Immer noch nicht. Rotus ist krank. Ihr habt's gesehen. Rotus Was denn? Ist definitiv krank. Deswegen? Du läufst an Gold vorbei. Echt? Ah, siehste. Ich habe ein Orokles-Ohr gefunden. Ich habe ein Platzproblem gefunden. Okay. Was kann man finden? Cool. Wenn man zu viel findet, kriegt man das immer. Jedes Mal. Komm zu dir. So, ich schmeiß dir noch... mich. Ich bewerf dich mal wieder. was habe ich denn? Das da kann ich dir schmeißen und das schmeiße ich dir auch zu, weil das sammelst du sowieso gern. In Gold, ja. So, da, was haben wir denn hier? Das ist Emerald Ore, das lasse ich mal drin. Ich glaube, das ist nö. Das ist auch nö. Astral Silber können wir nicht mitnehmen. Wir brauchen eigentlich Dark Iron. Irgendwas. Da hinten können wir auch noch nicht mitnehmen. Müssen wir also mal hier die Lava runter. Hier haben wir wieder was. Achso. Ja, ich schlage mir gleich mal das Licht aus, oder was? Bin ich jetzt doof? So. Das wollten wir erstmal drin lassen. Den nehme ich mit. So, hier war Lava, okay. Bauen wir uns mal in die Richtung weiter. Ich baue, ich bin schon unten. Hallo Redstone. Du bist wichtig. Du bist sehr wichtig. Vor allem, ich muss jetzt aufpassen, meine Eisenpickaxe ist fast hinüber. Ich nehme ja fürs meiste erstmal Stein. Geht bei Redstone schlecht. Ich bin glaube ich genau über dir gerade. Ich habe wieder Zinn gefunden ohne Ende. Und du sagst, es gibt keinen Zinn hier. Nee, das war in dem einen Chunk, hat es keinen Zinn gegeben. Das muss man nämlich dazu sagen. Die Erzgenerierung ist ja mittlerweile auch Chunk gebunden. Also es kann sein, dass mir. Ich glaube. Guten Tag. Da ist er vorbei. Jo. Es gibt sozusagen Chunks, da gibt es fast keinen Zinn. Oder es gibt kein Galena oder Bauxit. Und es gibt andere Chunks, da gibt es dann zum Beispiel Rubine und es gibt dann wieder welche, da gibt es Maragde. Und. Also wie gesagt, das ist mittlerweile auch biomabhängig. So, wie gesagt, sehr schön. Muss mal essen. Ne, das habe ich momentan bei mir noch nicht, Gott sei Dank. 13, ich gehe mal auf 12 runter und dann baue ich mich einfach mal irgendwo lang. Ich habe ein Problem. Was da wäre? Ich rotten Flash weg. Kennst du mal Problem? Ach, das Übliche. Ich dachte mal was Neues. Ha, ich doch nicht. So, dann heißt es jetzt da lang. Vielleicht finden wir noch ein Dia. Das wäre nämlich nett. Was mache ich denn? Und ich bin auf Bedrock. Super. Oh, Redstone. Hallo, Redstone. Hallo, volles Inventar. Ja, das geht mir leider am Kranz. Ich hoffe, dass wir noch Optifine irgendwie hinkriegen, dass wir jetzt auch mal reinkriegen. Ach, das mit dem düsteren Dings da, ja. Aber das geht mir nämlich am meisten auf dem Ast. So. Ich mache gerade ganz spannende Sachen, Strip Mining. Und ihr seht, wie die Höhle ausschaut. Ich komme hier gerade vor. Ich kriege, glaube ich, hier Angst, weil hier schaut es so schlimmer aus als in der Höhle.